Ich habe Vanessas Tortentest noch. I want to reingucken. Weil ich teste ja auch viele Sachen, aber das war eine sehr gute Idee. Da kam sie mir zuvor. Kann Vanessa übrigens mal die Millionen Abonnenten knacken oder uns alle überholen? Das wäre mir langsam sehr lieb. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem zweiten IKEA-Testvideo. Oh, zwei schon? Alter, da will ich erst einmal... Oh, ja, ja. No, God, please, no! Hallo Leute, hier ist wieder eure Margot und willkommen zu einem neuen IKEA-Food-Test-Video. Ihr habt es im Titel cool. Wahrscheinlich schon richtig gelesen. Heute machen wir keine Snacks und Getränke, sondern Gebäck und Torten. Denn wenn man in der Cafeteria von IKEA steht, oder nennt man es Mensa, oder nennt man es Restaurant. Das ist Mittagessen-Mensa für viele jetzt hier. Jetzt reicht's aber langsam mal. Nacht, Sani. Es ist eine Mischung aus allem. Dann gibt es dort schon verschiedene Kuchen und Torten und Gebäckstücke. Aber wenn man nach den Kassen in diesen Supermarktbereich geht, gibt es noch so viel mehr, was ich noch nie gesehen habe. Und ich wusste gar nicht, dass IKEA so viele Sachen verkauft, also Lebensmittel. Speisen und Getränke, ich lese vor. Ab Getränke seht ihr nichts mehr. Unter mir oder hinter mir stehen noch Snacks und Klammereien, Soßen und Zutaten. Was verkaufen sie denn? Speisen und Getränke? Ach, wir verkaufen Soßen und Zutaten. Süßigkeiten, Schokolade und Snacks, vegetarische Gerichte und Beilagen. Stimmt, vegetarische Gerichte sind dann ja ganz unten einzuordnen. Beilagen. Es ist eine ganz neue Welt für mich und ich bin wirklich so gespannt, wie es schmeckt. Und wieder natürlich, das hier ist nicht von IKEA gesponsert, aber falls IKEA mal Bock hat auf ein Sponsoring, good du job. Weißt, wo ich wohne. Schalla, ja, ich nein. Bin völlig schockiert von dem, was es alles bei IKEA an Lebensmitteln gibt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass sie ihren eigenen Kaffee haben? Das hier ist gemahlener Kaffee, mittlere Röstung, biologisch. Stay in the moment with Patar. A second cup of coffee. Und wir beginnen natürlich erstmal mit dem Geruchstest. Ja, riecht wie normaler Kaffee, sieht aus wie normaler Kaffee und wird wahrscheinlich auch so wie normaler Kaffee schmecken. Mhm. Ich mache ihn mal ganz kurz. Wie viel braucht man eigentlich? Machen wir zwei Löffel. Das gießen wir nun mit heißem Wasser auf. Das darf jetzt so ziehen und wir warten, bis er fertig ist. Din, din, din. Ich hätte nicht mal so ein Kaffee-Ding, wo man das reinmacht, Alter. Ey, ich glaub's wohl kaum. Din, 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 din. Wow, es hat ein ganz tolles Aroma. Das French Press. Ja, ja. Ihr habt's alle gegoogelt. Ihr habt gerade alle Kaffee-Eisen-Runterdrück-Ding gegoogelt. Jetzt tun wir mal nicht alle wieder so, als wären wir sehr intelligent und viel weiter im Leben als Freddy. Wir sind alle ihr gleiches Niveau, wenn wir das hier angucken. Ist das klar? Das gleiches Niveau für alle jetzt hier. French Press wusste keiner von euch. Ich habe mir gerade eine gekauft, außer Jessica. Jessica wusste das Rest nicht. Das reicht's mir. Tasia. Dankeschön. Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Keine Ahnung. Der Kaffee, Bumsenmilch. Morgens halb 10 in Deutschland. Prost. Tasse von IKEA. Sieht man so, wenn sie trinkt. Jetzt wäre Zeit, IKEA, bitte. Kann sie mal einer sponsern jetzt? Irgendwie bin ich stärkeren Kaffee gewöhnt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ist guter Kaffee. Kann man trinken. Doch, ist auf jeden Fall okay. Aber trotzdem verwirrt es mich so, dass IKEA Kaffee verkauft. Wisst ihr, was ich meine? Was ja. Ist bei IKEA passiert, dass irgendwer gesagt... Ja, es wird irgendwann... Ich sag's immer wieder und ich sag's immer wieder gern. Ihr könnt euch das alle mitnehmen. Irgendwann wird alles Chibo. Ist es nicht so? Das ist ein gutes Lebensmotto. Wenn ihr auf eine Marke vertraut, wenn ihr der jahrelang die Treue leistet, wenn ihr dahin dann irgendwie kommt, ist egal. Irgendwann wird's Chibo und verkauft anderen sinnlosen Scheiß und irgendwann gibt's ein Wurfzelt. 10er drauf. In 10 Jahren IKEA-Wurfzelt. 10er drauf mit mir selber. Nicht mit euch allen. Das ist ein bisschen zu teuer dann. Aber irgendwann wird's Chibo. Und es macht keinen Sinn mehr. Weil immer irgendwo biegen sie falsch ab. Chibo ist einfach real. Chibo ist einfach so... Ja... Witze, keine Ahnung, Kaffee und Kletterschuhe und dann gehst du zu Edusho rüber und holst dir dann noch ein Wurfzelt mit einer neuen Duschbrause. Ja, es ist immer... Chibo. Vertrauen niemandem, es wird immer Chibo. Außer Chibo, weil das ist schon Chibo. So, jetzt trinke ich. Moment, wir machen jetzt Kaffee. Und alle anderen so im Raum. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr aber, dass ich jetzt nicht übers Kaffeetrinken reden möchte, sondern über Gebäck bei IKEA. Diese
Zimtschnecken habe ich mir immer wieder am Ausgang geholt. Und jetzt habe ich gesehen, die kann man sich selber machen. Die sehen auch... Ja, die machen voll viele Sachen, die man sich selber machen kann. Ne? Das ganz cute aus. Ich war sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie die Rezeptur ist, aber so sehen sie aus, wenn sie aus der Packung kommen. Tiefgefroren. Great. Und so sehen sie nach dem Ofen aus. Ich habe noch nie so schöne Zimtschnecken gebacken. Guckt euch das an. Das ist eine wunderschöne Zimtschnecke. Wie viele sind hier in der Packung? 6 Stück. Mensch, toll. Jetzt ist aber die Frage... Schmecken sie mir genauso gut wie bei Ikea? Bin ehrlich, kurzes Geständnis. Ich habe noch nie eine Zimtschnecke bei Ikea gegessen. For real. Ich wusste nicht mal bis jetzt, dass Ikea Zimtschnecken hat. Bin ich ganz ehrlich. Sind die da anders aufgestellt? Die sind doch immer gleich. Ich habe legit noch nie in meinem ganzen Leben und oh boy, ihr habt so viele Videos aus dem Ikea von mir schon gesehen. Aber ich war auch oft genug da mittags mal essen, wenn ich Sachen geholt habe. Aber ich sag's nochmal. Ich habe noch nie in meinem Ikea hier, wir haben 2 in Köln und in denen habe ich noch nie Zimtschnecken gesehen oder gegessen. Same. Wusste das auch gar nicht. Okay, crazy. Die eine Hälfte ist jetzt hier entsetzt und die andere Hälfte stimmt mir zu, dass sie auch noch keine gegessen haben oder die gesehen haben. Ich war das letzte Mal vor 12 Jahren bei Ikea. Ja, Nils, du musst jetzt auch mal überlegen, du bist der Einzige von den Leuten, die hier zugucken, der was bauen kann. Wenn ich das bauen könnte, Nils, du kannst Wände ziehen. Das ist bei mir in meiner Welt wie Gott sein. Du kannst einfach jemanden in einen Raum reinlocken, die Türe rausnehmen, dann machst du eine Wand davor. Der Mensch, Sims, das ist einfach, du bist der Sims-Gott. Du kannst Wände machen. Das ist Wahnsinn. Sag's mal, leg dich mal kurz hin. Am nächsten Morgen machst du auf, Türe weg. Regips, kommst du nie wieder durch. Gott, ganz einfach. Verdammte Axt. Ich habe sie sogar ein bisschen zu lange im Ofen gehabt. Geil. Boah, das ist mega gut. Warum macht man sich überhaupt die Mühe, selber zu backen? Ganz ehrlich, tipptopp Zimtschnecke. Ey, ich habe jetzt eine KitchenAid. Ich muss jetzt richtig backen, Vanessa, Mann. Diesen Keks gab's auch an der Kasse. Und eigentlich sind wir uns ja alle einig, Subway macht die besten Cookies, yeah. Aber vielleicht kommt ja jetzt Ikea um die Ecke. Und geht einfach zum gleichen Hersteller wie Subway und kauft die auch. Positiv, der Keks hat 1 Euro gekostet und ist wirklich riesengroß. Ey, würde mich echt mal interessieren, kann man irgendwie, gibt es hier so einen YouTuber, der zuguckt oder jemand, der YouTuber werden will, der einfach so Straßentestvideos macht? Kann man jemand so ein Testvideo machen, ob, wenn ihr die gleichen Cookies habt, also den da zum Beispiel und so ein Subway-Cookie und ihr vertauscht das, ob die Leute immer noch sagen, nur weil sie Subway lesen auf der Verpackung, dass der Cookie leckerer schmeckt? Wisst ihr, was ich meine? Weil ich bin mir voll sicher, dass die einzige Assoziation, die Subway jemals geschafft hat, ist, dass irgendwie alle Leute auch in meinem persönlichen Umfeld sagen immer, die Subway-Cookies sind halt schon die geilsten. Viel Butter und so, die sind immer so weich und so. Aber es würde mich richtig, richtig interessieren. Einfach. Und er ist soft. Oh mein Gott. Also der Subway-Cookie ist noch besser. Aber der ist echt geil. Ich habe hier so viel davon essen. Muss aufhören. Wir kaufen die einfach sau den geilen Keks, ey. Aber Palmfett, Leute, Ikea. Ihr müsst doch nicht Palmfett da reinmachen. Ihr seid doch besser als das. Das nächste wird euch umhauen. Eine geile Torte, die ich noch nie bei Ikea gesehen habe. Ich wollte gerade sagen, what the fuck? So eine Marzipandecke, die so frech einfach runterhängt wie so ein Vorhang. Was? Und ich sag euch, wenn die jetzt gut schmeckt, ich hoffe, die kann man wieder einfrieren. Das ist mein kleiner Deckel, damit ich nicht kaputt gehe. Warum rede ich mit der Torte? Eww. Instagram versus Realität. Also, ich meine, das mit dem Puderzucker ist ja süß gemeint, aber ich weiß nicht, was damit passiert ist. Wenn ich jetzt jemanden so einen Geburtstagskuchen mitbringen würde, dann amazing. Backe ich ihn doch lieber selbst. Aber maybe she's pretty from the inside. We don't know her. Ich ziehe mir mal wieder ganz kurz ein anderes Oberteil an, weil ich will mich nicht vollkleckern. Ja, Mensch. Toll, toll, tolles Oberteil. Boah, mir wäre das richtig peinlich, ne? Wenn ich sie mitbringen würde auf so einen Geburtstag und dann sieht die so aus, ich würde einfach wieder gehen. Wenigstens sind ihre inneren Werte gut. Besser als meine inneren Werte. Und sehr sahnig. Ja. Dann probieren wir mal die süße kleine Maus hier. Auf jeden Fall ein geiler Biss. Sahne, Heidelbeeren-Himbeerfüllung und Marzipan außen. Der Biskuitboden, ich bin ja jetzt seit Kelly Tortenexpertin. Der Boden hat zu viel Backpulver oder so. Schmeckt so sauer. Mm-mm. Baby, you know good. Das enttäuscht mich leider. Das enttäuscht mich sehr. So.
Finde ich gut, hätte ich niemals rausgeschmeckt. So, ich brauche noch einen Kaffee. Boah, geiles Video, um das morgens zu drehen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das Video nach dem Aufstehen drehen, 400%, ey. Würde ich fühlen. Das nächste faszinierende Produkt. Fertige Pfannkuchen. 12 fertige Pfannkuchen, nein, Spaß. 12 Pfannkuchen, tiefgefroren. Das finde ich jetzt schon wieder irritierend. Liebe Grüße an Mäuschen. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Einschaltungszeichen, Andrea. Dankeschön für den Sub. Dankeschön. 6 Monate, danke. Oder wie die Schweden sagen, Pannkakor. Heißen die wirklich Pannkakor? Das ist wieder so ein Name. Also als Serviervorschlag sagen sie Erdbeeren und wahrscheinlich deren Marmelade und Puderzucker. Ich habe sie gebacken und esse sie jetzt so. Ich zeige euch mal, wie sie tiefgefroren aussehen. Oh mein Gott. Sieht überhaupt einen Unterschied? Ja, so ein bisschen, ne? Probieren. Echt? Warum kauft man das tiefgefroren? Gibt's da nicht so... Ich hätte es nie gedacht, aber die sind gut. Okay. Nehmen wir mal einen Pannkakor. Oh, man kann ihn sogar aufhalten. Also, dieser Pannkakor schmeckt exakt wie meine Kindheit. In meinem Kindergarten oder Hort gab es ab und zu Pfannkuchen und die haben genau so geschmeckt. Mega lecker. Ich mag so diesen Billo-Geschmack. Nee, das ist ein stabiler Pfannkuchen, kann man nicht anders sagen. Nach diesem Pannkakor habe ich so Lust auf Kaffee-Rap. It's memorable moments with love. Warum haben die so viel Kuchen? After and cake. Gooey Chocolate Cake. Also klebriger, zäher Schokoladenkuchen. Oh mein Gott, dass man das nicht mal mehr backen muss. Das muss man einfach nur auftauen. Das ist irgendwie so crazy. Ich meine, er sieht jetzt auch nicht so krass aus, ne? Nein. Aber trotzdem. Gooey Choc. Oha, der ist gooey. Oh, was? Ist ja wie so ein Brownie. Der oder ist nicht so. Gooey, das ist Teig. Zubereitung. No. Verpackung entfernen, bei Raumtemperatur 30 Minuten lang auftauen. No. Also, wenn das jetzt das Leckerste ist, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, dann wäre es schön. Safe. Das kann doch nur krank Zuckerknaller sein. What? Ja. Sorry, das ist einfach nur Keksteig. Wir hätten... Geil aber, Mann. Jetzt back das mal durch. Mal gucken, was passiert. Call me Niklas. Dankeschön für den Sub auf Stufe 2. Ton gehalten. Den Kuchen backen können, haben wir aber nicht. Und das ist verdammt nochmal geil. Ich habe zwar noch nicht bewertet, aber der kriegt auf jeden Fall eine 10 von 10. Ah, eine 10 von 10? Was? Was? Okay, alles gut. Lass sie mal bewerten. Alles okay. Alles okay. Alles okay, wir... Polin. Dankeschön, Stefan. Polin. Direkt. Polin. Sie ist halb Pole. Sie ist Polin. Polnisch, Leute. Alles okay. Wir kommen runter. Lena. Lena Nie, dankeschön für den Twitch Prime Sub. Polen. Keine echte Deutsche. Schwieriger Moment hier im Stream jetzt, Leute. Schwieriger Moment. Daniela, dankeschön für 4 Monate. Danke für den Support. Schwieriger Moment. Lieber an Vanessa, bitte. Meine Güte. Polen aber. Alles okay. 10 von 10. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mag. Halbfester Schokoladenkuchen. Die Schweden, ey. Oh, das will ich auch essen. Als nächstes aus der Kategorie muss man noch zu Hause backen. Waffler. Und die sehen einfach so aus. Für 3. Das kenne ich, das ist auf meinem T-Shirt drauf. Gibt's auch übrigens wieder im Shop, ne? Sturmwaffel.de, kurz Werbung. Gibt's jetzt wieder das Herzchen-T-Shirt in Black and White. Stufe 4, Alter. Dankeschön. Kati, danke für den Twitch Prime Sub. Sturmwaffel.de, ne? In Black and White gibt es Herzchen-T-Shirt wieder. Möchte ich kurz sagen. 3 Minuten erhitzen, beim Erhitzen nicht aufeinander stapeln. Also ich habe ihn definitiv ein bisschen länger als 3 Minuten erhitzt. Aber was zählt, ist der Geschmack. Komisch. So richtig kross mag ich das. Ey, zum Glück mochte ich die Torte nicht. Weil sonst würde ich einfach alles mögen, was Ikea macht. Alles schmeckt. Es schmeckt einfach. Noch einmal aus der Kategorie, musst du noch im Ofen selber backen? Rösti! What the fuck? Warum haben die so viel? Ich meine natürlich, what the fuck? So sehen sie gefroren aus. Und so gebacken. Da ist jetzt kein Geräusch. Jetzt, das war...
Komisch einfach nur. Ich bin ein großer Kartoffelpuffer-Fan. Und wenn Ikea es jetzt auch schafft, Kartoffelpuffer gut zu machen, dann weiß ich nicht mehr. Doch nicht zum Aufwärmen. Was ich sagen soll. Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Ich meine, auf dem Kartoffelpuffer muss ja auch Zucker und Zimt oder mal Apfelmus. Nein, das kann nicht gut schmecken. Da ist frischer doch bestimmt besser. Oh, fuck you, Vanessa, als ob. Als ob das super. Ist ja, natürlich. Natürlich schmecken sie gut. Was denn auch sonst? Ich will hier Dinge taste-testen. Was? Ich will den Geschmack herausfinden. Ich will Dinge kritisieren. Ich will sagen, das ist gut und das nicht. Jetzt will ich das auch alles kaufen. Jetzt influenzt die mich, ne? Das stört mich jetzt gerade, bin ich ganz ehrlich. Ich würde jetzt gerne nicht geinfluenced werden. Ich bin da ganz ehrlich. Ich muss mal ganz kurz nicht geinfluenced werden. Aber bis jetzt, das Einzige, was nicht gut war, war diese komische Torte. Ansonsten schmeckt einfach alles. Ich sollte dieses Video eher nennen. Liachen, Dankeschön für den Twitch Prime Sub. Schaut mir dabei zu, wie ich 30 Minuten lang Ikea-Food esse. Ja, wir wissen's. Die Röstis sind lecker. Aua. Aber wir haben noch zwei Sachen vor uns, also es kann noch sein, okay, dass mir etwas nicht schmeckt. Ich aus der Kategorie Kaffee-Rap. Eigentlich müsste jetzt hier irgendwas stehen mit Apple Cake, make memories miserable memories and Apple Cake. Apfelkuchen. Warum haben die so viel Kuchen? Der wird hier schön präsentiert mit so Vanillesoße, auch ganz klasse. Aber ich will die Laktose nicht zwingen, in meinen Körper einzudringen. Ich würde sagen, ich beiß jetzt einfach mal rein. Nein. Da sind so Haferflocken oben drauf. Ah, nee. Schmeckt halt wie so ein Apple Crumble. Nee, Haferflocken ist im Minus. Ja, ist nicht schlecht. Aber ist auch nicht super. Ja. Haut mich jetzt nicht um. 9 von 10. Kommen wir endlich zu unserem letzten Produkt. Ich hab nämlich schon Bauchschmerzen. Kaffee-Rap ist memorable moments with laughter and cake. Ew. Du kannst es wie so ein Joghurt essen, oder was? Was ist das? Du kommst mal hier auf den Schokotisch. Also die Verpackung ist wirklich interessant. So sieht der aus. Beachtet nicht den Schokokuchen. Grand Final. Sieht eigentlich aus wie der andere. Prost, Leute, der letzte Bissen. Oh nein. Oh, zum Glück. Kuchen mit Sahne, Himbeerfüllung, Mandelpaste. No. I don't think it's good. Aber endlich mag ich was nicht. Dafür holt euch unbedingt diesen Chocolate Cake. Den Gooey Chocolate Cake. Der war super. Ja, Leute, das war's. Geil. Geile Idee. 10 von 10, Vanessa. Wieder Creative Genius. That's what she is. Creative Genius. Yeah, I drink.